heute und so, sondern dass in 15 Jahren es vielleicht 200.000 zusätzliche Arbeitsplätze geben könnte, dass das Wirtschaftswachstum um ganze 0,3% wachsen könnte. 0,3%. Das ist wirklich innerhalb der Fehlertoleranz von Wirtschaftswissenschaftlern. Ich finde zu Recht, Wirtschaftswissenschaftler sind in den letzten Jahren kritisiert worden, weil das mit der Finanzkrise und so sie auch nicht so gut vorausgesagt haben. Das ist so, da kann man sich ungefähr vorstellen, 0,3%, darüber kann man nicht ernsthaft politisch diskutieren. Sondern es gibt andere Gründe für ein Freihandelsabkommen, nämlich, dass die USA und die Europäische Union gemeinsam bessere Standards setzen, international, die wir dann auch zum Beispiel gegenüber China, dem asiatischen Raum oder auch Russland, ne, mit denen verhandeln können, dass wir insgesamt zu besseren Standards kommen. Aber darüber wird eben leider nicht verhandelt, sondern es wird verhandelt über Chlorhühnchen, es wird verhandelt über einen freien Marktzugang von Monsanto für seine gentechnisch veränderten Organismen, Produkte. Das sind die Dinge, über die verhandelt wird. Und es wird darüber verhandelt, dass Konzerne an Rechtsstaaten vorbei eine eigene Gerichtsbarkeit bekommen und dann klagen können gegen Staaten und Milliarden Schadensersatz kassieren können, weil ihre potenziellen Investitionsinteressen womöglich geschmälert werden. Und deswegen müssen wir dieses Freihandelsabkommen verhindern. Und das kann man tatsächlich mit einem klaren Votum morgen auch tun. Da kann man seinen Beitrag leisten, weil das Freihandelsabkommen, das wird am Ende vom Europäischen Parlament entweder beschlossen oder nicht beschlossen werden. Und die Mehrheiten im Europäischen Parlament entscheiden darüber, ob dieses Freihandelsabkommen abgeschlossen wird oder nicht. Deswegen bitten wir Sie, wenn Ihnen das ein wichtiges Thema ist, wenn Sie dieses Freihandelsabkommen, wie es jetzt auf dem Weg ist, verhindern wollen, wenn Sie kein Chlorhühnchen wollen, wenn Sie nicht mehr Gentechnik wollen, wenn Sie nach wie vor den Rechtsstaat wollen, wenn Sie auch mehr Datenschutz wollen und nicht sozusagen eine offene Tür für die NSA und weiteres, dann gehen Sie morgen hin und wählen Sie eine Partei, die sich aktiv gegen dieses Freihandelsabkommen ausspricht. Die Grünen zum Beispiel tun das. Vielen Dank an Lisa Paus. Ich glaube, jetzt ist es dann nicht so.